Liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir stehen am großen Tor der Karwoche. Am morgigen Palmsonntag treten wir durch dieses Tor hindurch. Und die Liturgie macht uns nicht zu Zuschauern, die Liturgie nimmt uns mitten in das Geschehen hinein. Morgen werden wir, natürlich symbolisch, den Herrn mit den Palmzweigen in den Händen nach Jerusalem begleiten. Wir werden unter der Menge stehen, die ruft: Hosanna, hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Alle liturgischen Texte dieser Woche führen uns immer weiter zum Geheimnis des Leidens und Sterbens und Auferstehens Jesu. Und da treten uns auch verschiedene Personen vor Augen. Die Person des Petrus, der Jesus verleugnen wird. Ich kenne diesen Menschen nicht, ja, und er schwört sogar, dass er Jesus nicht kenne und dass er nie etwas mit Jesus zu tun gehabt habe. Wir sehen Johannes an der Brust Jesu ruhen beim letzten Abendmahl. Und wir sehen auch, wie Judas den Bissen nimmt und hinausgeht in die Nacht, um Jesus zu verraten, in eine Nacht der Verzweiflung, in eine Nacht, die ihn ja, zum Eigengericht hinführt. Denn er erhängt sich aus Verzweiflung, weil er keine Umkehr sieht. Petrus hat bittere Tränen der Reue geweint. Johannes ist ebenso davongelaufen wie die anderen Jünger, aber es wurde ihm geschenkt, dass er zurückkehren konnte und dass er mit Maria und den anderen Frauen unter dem Kreuz ausgeharrt hat. Judas hat den Herrn verraten. Und wenn wir ehrlich sind, so steckt auch ein wenig von Judas in uns und wir müssen immer wieder die Gnade der Umkehr und der Reue vom Herrn erbitten, dass wir nicht in diese ausweglose Situation des Judas geraten. Und so gehen wir den Weg mit Jesus. Wir gehen mit in den Abendmahlsaal, wir gehen mit auf den Ölberg, wir gehen am Karfreitag mit zu seinem bitteren Leiden und Sterben. All das kann uns nicht unbeeindruckt lassen, all das kann nicht ohne Einfluss auf unser Leben bleiben. Es führt uns nämlich hin zum neuen Leben, der Auferstehung. Nach der Grabesruhe am heiligen Sabbat, am Karsamstag, werden wir in der Osternacht dem Halleluja der Auferstehung entgegenwachen. Gehen wir diese Tage ganz bewusst mit. Gehen wir diese Tage im Glauben mit und lassen wir uns von diesen Tagen im Glauben an die Auferstehung erneuern. Das brauchen wir gerade in diesen Zeiten, die noch einmal finsterer werden, nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch den Krieg in der Ukraine. Beten wir für die Menschen, dass es auch für sie Ostern wird, dass das Leben über den Tod, dass das Leben über die Vernichtung siegt. Denn unser Gott ist ein Gott des Lebens, der den Tod besiegt hat. Diese Erfahrung wünsche ich Ihnen in diesen Tagen. Bleiben Sie behütet und ich wünsche Ihnen ein gutes, frohes und gesegnetes Osterfest.